Wenn du Evernote das erste Mal öffnest, so erscheint dieser Dialog. Du kannst entweder ein neues Konto erstellen oder wenn du bereits eines hast, so kannst du dich hier über Anmelden mit deinem Login anmelden. Ich erstelle jetzt für diesen Lernfilm ein neues Konto. Es braucht also eine gültige E-Mail-Adresse, einen Namen. Ich wählte hier Vorname, Nachname und ein sicheres Passwort. Mit Registrieren wird dieser Prozess in Gang gesetzt und schon sind wir drin. So sieht diese Oberfläche aus. Du hast auf der linken Seite die Notizen, die Notizbücher und einen Atlas, um eben diese Notizen zu verorten auf einer Karte. Dann in dieser Leiste werden dann alle Notizen aufgelistet. Im Moment haben wir nur eine und die wird hier in diesem Hauptfenster angezeigt. Hier kannst du die Breite noch etwas einstellen, damit wir etwas mehr Inhalt vor uns haben. Die Ansicht kannst du hier oben ändern. Ich habe im Moment die Kartenansicht. Ich persönlich bevorzuge die Ausschnitteansicht.